Als Erste zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrätin Magister Doris Schulz. Bitte. Am Weg zum Pult ist Doris Schulz. Sie ist Bundesrätin von der ÖVP Oberösterreich. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Herr Bundesminister, liebe Frau Präsidentin, dir persönlich eine herzliche Gratulation, dass du jetzt unsere Präsidentin und Vorsitzende bist. Wir freuen uns auf eine engagierte und gute Zusammenarbeit. Und das Thema Kinderrechte passt ja auch schon sehr gut zu diesem Thema, dem wir heute die Aktuelle Stunde gewidmet haben. Denn Kinderrechte leben heißt, Selbstbestimmung für die jungen Menschen zu schaffen und zu gewährleisten. Und diese jungen Menschen werden dann hoffentlich an unseren Universitäten in Österreich auch unsere Zukunft gestalten. Der Wissenschaftsstandort Österreich im Jahr der Leistungsvereinbarungsverhandlungen und der Ratspräsidentschaft, das klingt etwas sperrig. Kürzer gefasst könnte man sagen, es ist ein Blick und vor allem ein Schritt in die Zukunft unserer Universitäten. Was hat Ihr Smartphone mit der Johannes Kepler Universität in Linz zu tun? Mehr als Sie denken. Denn es steckt garantiert Wissen drin, das von deren Informatikerinnen und Informatikern entwickelt wurde. Der EU-weiten Datenanalyse unserer Volkswirtinnen und Volkswirte verdanken wir indes viele Erkenntnisse darüber, wie wir im Alter leben werden. Und Sie können sicher sein, dass die Juristinnen und Juristen der JKU, wie sie in Kurzform heißt, die Johannes Kepler Universität in Linz, dass sie an vorderster Front stehen, wenn es um arbeitsrechtliche Herausforderungen bei der Digitalisierung der Arbeitswelt geht. Jede der österreichischen Universitäten könnte ähnliche Beispiele vorlegen. In hochentwickelten Volkswirtschaften ist Wissen der wichtigste Produktionsfaktor, der Wettbewerbsfähigkeit verbessert und zur Lösung gesellschaftlicher Probleme aktiv beiträgt. Mangels Bodenschätzen in Österreich ist unsere Zukunft in den Köpfen der Menschen zu suchen, so unter dem Motto Land der rauchenden Köpfe. Immerhin gehört Österreich zu den reichsten Ländern dieser Welt. Und das haben wir unter anderem der Bildung, der Wissenschaft und Forschung sowie Innovationen und der entsprechenden Infrastruktur zu verdanken. Ungleichheit, Klimawandel, Ressourcenmangel, Migration, Krankheiten. Die Universitäten finden Antworten, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Forschung sowie künstlerische und kulturelle Produktionen an den österreichischen Universitäten liefern nicht nur Wissen und Antrieb für marktfähige Innovationen. Universitäten finden Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit. Und konkret auf Österreich, auf den Wissenschaftsstandort Österreich bedeutet das. Universitäten bringen viel mehr Steuergeld, als sie kosten. Ein in die Universität investierter Euro rechnet sich schon nach 3 bis 5 Jahren. Österreich ist in der Europäischen Union Spitzenreiter bei der Kooperation zwischen Unternehmen und Universitäten. 57% der Großunternehmen kooperieren mit heimischen Hochschulen. Im EU-Durchschnitt sind es nur etwa 33%. Und 110.000 Arbeitsplätze bieten Österreichs Universitäten an den Standorten. Ihre Forschungsergebnisse sorgen für zusätzliche hochwertige Jobs und sogar für die Entstehung gänzlich neuer Branchen. Und was steckt dahinter? Warum ist das jetzt aktuell? Es geht um das Universitätsfinanzierungsgesetz neu. Mit 1. August 2018 tritt die Verordnung in Kraft, die Grundlage für die Leistungsvereinbarungen der Universitäten sind. Das heißt, ab September tritt jede Universität zu inhaltlichen und finanziellen Zielen in Verhandlungen mit dem Ministerium, mit unserem Minister Dr. Fassmann. Und es wird vieles möglich, das zuvor nicht möglich war. Es ist erstens eine deutliche Budgetsteigerung für die Universitäten, ein Plus von 1,35 Milliarden Euro und andererseits zweitens ein ordnungspolitisch, die Beliebigkeit in Bezug darauf wird beendet, wie viele Studierenden an Österreichs Universitäten betreut werden können. Das sind die zwei Kernpunkte. In Summe bedeutet das,
11 Milliarden Euro für die kommenden 3 Jahre unserer Universitäten in Österreich. Und dieser Betrag setzt sich zusammen aus 840 Millionen Euro für die Fortführung begonnener Vorhaben sowie zusätzlich 510 Millionen Euro, um insbesondere die Betreuungsrelationen zu verbessern und weitere Positionen. Also mehr Budget und alle Universitäten profitieren. Allein für Personalressourcen werden 510 Millionen Euro investiert. Rund 500 Professuren sowie Assistenzpersonal und Ausstattungsoverhead können dadurch zusätzlich finanziert werden. Neu ist, dass nun viel stärker auf die individuellen Rahmenbedingungen an den Universitäten eingegangen wird. Qualitätsaspekte wie Studierendenzahl, Studiendauer, Betreuungsverhältnis stehen im Vordergrund. Die Anzahl der prüfungsaktiven Studien und das Forschungspersonal rücken ins Zentrum. Digitalisierung und soziale Dimension sind die 2 neuen Schwerpunkte der kommenden Leistungsvereinbarungen. Und geregelter Zugang für bundesweit besonders stark nachgefragte Studien wird auch ein wesentlicher Aspekt sein. Dazu gehören deutlich bessere Betreuungsrelationen zwischen Massenfächern und betreuungsintensiven Fächern. Auch das ist ein wesentlicher Schlüssel. Die Universitätsfinanzierung wird transparenter und effizienter und ist als Struktur auf 3 Säulen aufgebaut. Die Bereiche Forschung, Lehre und Infrastruktur bzw. strategische Entwicklung werden getrennt betrachtet und zusätzlich werden die Studienrichtungen in Fächergruppen eingeteilt. Diese unterscheiden sich durch den Bedarf an Ausstattung und Betreuung und so haben etwa die Buchwissenschaften, so wie mein Studium der Geisteswissenschaften, einen anderen Bedarf als die technikorientierten MINT-Fächer, wie die zum Beispiel der Johannes Kepler Universität in Linz oder auch bestimmte künstlerische Fächer. Ein wesentlicher Aspekt sind auch mehr Wettbewerb, denn für die Universitäten soll es stärkere Anreize geben, zusätzliche Mittel zu erhalten. In der Forschung sind die eingeworbenen Drittmittel oder die Anzahl der angebotenen strukturierten Doktoratsprogramme entscheidend. Für die Lehre können Universitäten mehr Mittel akquirieren, je mehr Absolventinnen und Absolventen das Studium abschließen, beziehungsweise je zügiger die Studierenden sind. Nun zurück nach Linz, nach Oberösterreich, zur Johannes Kepler Universität. Als aktuelles Beispiel: Die JKU besteht seit 1966, betreibt 4 Fakultäten und 20.000 Studierende gehen hier ein und aus. 130 Professoren, 127 Institute, das Jahresbudget von 150 Millionen wird zu 3/4 vom Bund und 1/4 des Landes getragen. Der Standort Oberösterreich braucht aufgrund seiner Stärke im industriellen Sektor dringend MINT-Fächer. Deshalb ist das oberste Ziel der JKU eine 25-prozentige Steigerung der MINT-Studenten bis 2021. Und um das zu erreichen, muss die JKU budgetär gut ausgestattet sein. Zurzeit laufen die Budgetverhandlungen mit dem Ministerium. In konkrete Zahlen gegossen heißt das, die JKU Linz braucht 60 Millionen Euro mehr Mittel für die Periode 2019 bis 2021. Um den Fachkräftemangel in dem Industriebundesland Österreichs nicht noch schlimmer werden zu lassen. Der Herr Minister ist davon schon informiert. Ein weiteres Positivbeispiel, was Lehrende bewirken, auch das einer der Aspekte der Universitätsfinanzierung neu. Durch den Bekanntheitsgrad von Professor Sepp Hochreiter, der ein Experte zu künstlicher Intelligenz und Bioinformatik ist, konnten die Studienanfänger in der Informatik innerhalb von 2 Jahren um 35% gesteigert werden. Solche Koryphäen der Wissenschaft können aber nur durch entsprechend attraktive Forschungsprojekte gehalten werden. Und daher gibt es auch weitere Projekte, die das Land Oberösterreich mit Unterstützung des Bundes weiterträgt.
Vielleicht noch ein letzter aktueller Aspekt. Mit der Schaffung der medizinischen Fakultät, die 2014 in Linz geschaffen wurde, an der JKU werden jährlich 350 Medizinerinnen und Mediziner ausgebildet. Die Ausbildung für die Arbeitswelt und Antwort auf den prognostizierten Ärztemangel in ganz Österreich ist. Die Universitätsfinanzierung neu, also 11 Milliarden für die kommenden 3 Jahre, bietet viele Möglichkeiten. Viel Erfolg bei den Verhandlungen, um die Zukunft unseres Landes auch zu unserem Wohle zu gestalten. Jeder in Universitäten investierte Euro rentiere sich schon nach wenigen Jahren, betont Doris Schulz von der ÖVP Oberösterreich. 11 Milliarden Euro werden in den kommenden 3 Jahren in die Unis investiert. Von diesem Plus am Budget werden alle Unis profitieren, so Schulz.